Hallo ihr Lieben, liebe Grüße von Teneriffa. Der Himmel ist blau, die Sonne scheint und wie ihr merkt, ich habe gerade voll Spaß und ich möchte euch daran teilhaben lassen. Aus der Kategorie kannst du dir nicht ausdenken. Eine deutschsprachige Internetseite hier für die Kanaren, die ziemlich sehr auf Linie sind. Artikel von heute, so gut. Die super Idee der kanarischen Regierung oder was auch immer. Die deutschen Rentner sollen auf den Kanaren überwintern, wenn das jetzt so weitergeht und das Gas so teuer wird oder nicht mehr da ist, damit ihr das hier schön muggelig habt. Und dann kriegt jeder 500 Euro dafür. Ich meine. Also für mich ist das so ein, weiß nicht, Aufwachprogramm. Ich meine, kommt alle her, ist eine super Idee, die Kanaren freuen sich am Anfang und dann werden die Kanarios weglaufen, also sorry. Jetzt nicht böse gemeint, aber wenn ein anderes Volk in Massen kommt, also nein, jetzt mal angenommen, jeder macht das, wo sollen die denn alle bleiben? Und dann 500 Euro für überwintern, wie viele Monate? 3, 4, 5, 6, einmal 500 Euro, da komme ich ja weit mit. Das ist ein Anreiz. Die schreiben das ja voll der Anreiz. Nimmt jetzt schon voll zu. Wir haben das nur die Mitteilung mitgekriegt. Die Idee ist raus, diese super Idee. Und schon buchen die alle wie verrückt. Macht ihr das echt? Für 500 Euro? Weiß doch jeder. Für überwintern kommst eine Woche hier mit aus. So ungefähr. Wenn du nicht Festmiete hier hast. So, jetzt gehen wir diesen Schwachsinn mal logisch weiter, weil wir wissen ja, das wird gerne ausgebreitet, so ein Thema, weil das so eine super Idee ist. Keine Rentner mehr in Deutschland, alle deutschen Rentner auf den Kanaren. Allein diese bildliche Vorstellung, die finde ich schon göttlich. Aber jetzt machen wir mal weiter. Jeder kriegt 500 Euro. Das muss ja erstmal überprüft werden. Ja, dann wirst du wahrscheinlich dein Hin- und dein Rückflug zeigen müssen, würde ich mir jetzt so denken, wenn man dann noch irgendwas überhaupt überprüft. Weil das ist nämlich das nächste Thema. Wie wird das überprüft? Wäre für mich die einzige Möglichkeit, du zeigst Hin- und Rückflug. Man kann ja zwischendurch dann auch mal hin und her fliegen. Hat man 500 Euro gekriegt und ein bisschen Urlaub gemacht. Zweimal Urlaub auf den Kanal. Na, ich möchte ja nicht zu bösen Sachen anregen. Aber nein, ich finde, das ist wirklich eine super Idee. Weil es ist ja auch so, es frieren ja nur die Rentner in Deutschland. Die anderen, die frieren ja nicht, wenn die Heizung nicht funktioniert. Es sind ja nur die Rentner. Also man kann das alles mal richtig clever durchdenken. Und je mehr man das, diese super Idee durchdenkt, umso besser wird die, umso faszinierender finde ich also diese Intelligenz, so einen Vorschlag rauszubringen. Also ganz, ganz toll. Und tatsächlich steht auch im Artikel, auch wenn es nur 500 Euro sind pro Person, glaube ich, wenn das alle machen, das ist ja eine Summe. Die Milliarden sind doch eh da, das ist doch wurscht. Also das, ich denke mal, das spielt jetzt wirklich keine Rolle mehr. So, ja, dann kommt mal alle her. Ich bin schon ausgebucht. Leute, ich kriege mich echt nicht mehr ein. Also, ihr kennt mein Fazit. Spaß haben an den Ballerballer-Zeiten. Und wer es immer noch nicht gemerkt hat, alles wird gut. Wer weiterhin negativ sein möchte, mach's alleine. Liebe Grüße von Teneriffa. Ich freue mich auf euch. Eure Küsse.